Hallo, hier ist Waldemar Grab und ich darf Sie heute wieder zu einer weiteren Folge von Coming Home – Musik und Gospel begrüßen. Wir haben einige wunderschöne Liederdiamanten für Sie herausgesucht. Ich bin sicher, viele von Ihnen werden Sie kennen. Auf der Interview-Couch haben wir Johannes Wendel zu Gast, den Geschäftsführer des internationalen Gideon-Bundes in Deutschland e.V. Er wird uns unter anderem erzählen, wie viele neue Testamente jährlich kostenlos verteilt werden. Sie werden staunen. Und Sie werden eines der großartigsten und emotionalsten Lieder der beiden Freunde von Dwight L. Moody hören, Horatio Spafford und Philip Bliss. It is well in my soul. Wir singen es auf Deutsch, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Doch lassen Sie mich zu Beginn zum Flügel gehen und ein Instrumentalstück für Sie spielen. Es heißt, wie ein Strom von oben aus der Herrlichkeit fließt der Friede Gottes durch das Land der Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören und Schauen dieser Sendung. Die beiden nächsten Interpreten sind Ihnen als Coming-Home-Zuschauer oder auch Hörer christlicher Musik und Radiosendungen bestens bekannt. Claudia Reichstein-Welbrock mit ihrem Mann Dieter Reichstein. Ich leite das folgende Lied ein mit 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist das Größte unter ihnen. Die Liebe bleibt. Miteinander schweigen,
den anderen sehen in seiner Not. Die Liebe bleibt, die Liebe bleibt, die Liebe bleibt, die Liebe bleibt. Wenn alles vergeht, die Liebe bleibt. Die Liebe bleibt, die Liebe bleibt, die Liebe bleibt, die Liebe bleibt. Wenn alles vergeht, die Liebe bleibt. Freude schenken, behutsam trösten, schätzen, dankbar sein für jeden Tag. Die Liebe bleibt, die Liebe bleibt, die Liebe bleibt, die Liebe bleibt. Wenn alles vergeht, die Liebe bleibt. Die Liebe bleibt, die Liebe bleibt, die Liebe bleibt, die Liebe bleibt. Wenn auch alles andere vergeht, die Liebe, die Gott gibt, bleibt ewig bestehen. Die Liebe bleibt, die Liebe bleibt, die Liebe bleibt, die Liebe bleibt. Wenn alles vergeht, die Liebe bleibt. Wenn Ihnen die ersten Töne des nachfolgenden Liedes etwas ungewohnt vorkommen, dann liegt das an den drei mittelalterlichen Instrumenten, die uns Dieter Schumann von der Erfurter Kammerata alias Max der Spielmann heute mitgebracht hat. So oder so ähnlich hat es wohl zu Luthers Zeiten und danach geklungen, wenn man zum Lobpreis oder auch zum Tanze aufspielte. Wir halten uns an Ersteres. Singen Sie daher gerne mit, wenn es heißt, nun aufwärts froh, den Blick gewandt und vorwärts, fest den Schritt. Nun aufwärts froh, den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Vergesset, was dahinter liegt und euren Weg beschwert.
Das ist ja wunderbar. Johannes Wendel, schön, dass ich dich hier treffe beim Coming-Home-Konzert sozusagen. Ich freue mich, dass du da bist. Es ist für mich eine große Überraschung gewesen, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei uns bei Coming Home, meine Damen und Herren, bei dieser Sendung mitzumachen. Er sitzt hier als Chorsänger und hat eigentlich einen Beruf, der ihn auslastet. Es ist Johannes Wendel, Geschäftsführer des Internationalen Gideon-Bundes in Deutschland e.V. mit Sitz in Wetzlar. Und wir kennen uns schon so viele Jahre. Und ich weiß von dir, die Evangeliumslieder sind so auch in deinem Herzen. Und ich fand es schön, wie du mitgesungen hast. Was hast du für einen Eindruck hier von dir? Das ist ja so ein Stück Erinnerung. Als Kind musste ich die auch mitsingen. Ja. Und dann viele Jahre hat man die nicht mehr gesungen. Und als du mich dann hierzu eingeladen hast und davon auch bekannt gegeben hast, da war ich so begeistert, dachte ich, da muss ich dabei sein, möchte ich auch gerne unterstützen. Oh, das ist wirklich schön. Dein Verein ist ja kein kleiner. Das, was ich eben nannte, Internationaler Gideon-Bund in Deutschland e.V., das passt ja kaum auf eine Visitenkarte drauf, ist ja ein Verein, ein eingetragener Verein, gemeinnützig. Und die Hauptaufgabe ist? Ja, die Hauptaufgabe ist, besonders Menschen mit der Bibel zu begegnen. Ja. Wir sagen immer, zu einer Bibel gehört auch ein Gesicht. Und wenn man Menschen ins Gespräch kommt über den Glauben, dann möchte man ihnen auch was mitgeben. Und daher die Bibel immer dabei und zu dem Gesicht gehört das Wort Gottes. Damit ist die nächste Frage schon erledigt, meine Damen und Herren. Ich wollte ihn nämlich fragen, ob er ein neues Testament dabei hat. Das ist nämlich so quasi ungeschriebenes Gesetz bei den Gideons, dass sie immer ein Bibelteil dabei haben. Und ich darf Ihnen persönlich sagen, vielleicht wissen Sie es auch schon, dass ich über das Lesen eines solchen Testamentes zum Glauben an Jesus Christus gefunden habe. Ist schon eine Weile her, 2002 war das. Und deshalb freue ich mich, dass ihr das... Wie viele Testamente werden denn im Jahr so verteilt? Also 2019 konnten wir so 600.000 Bibeln verteilen. 600.000? Das heißt in jeder Minute eine Bibel in Deutschland. Ist das statistisch? Ja, das haben wir festgelegt. 65% geht an Schülern, junge Menschen. Die bekommen hier so eine schöne Bibel, grün, blaue. Ja. Und dann Hotels. Und das ist nicht nur die Druckauflage, wo du jetzt sagst, wir haben 600.000 gedruckt und die Rest liegen im Keller, sondern die ist statistisch richtig verteilt. Mhm. Und ein großer Teil geht an fremdsprachige Bibeln. Aha, okay. Über 30 verschiedene Sprachen. Und ganz neu haben wir die Trucker-Mission oder die LKW-Fahrer, die wir besuchen und schauen uns das Kennzeichen an. Und klopfen an die Tür und haben dann hier so ein Geschenk. In der Sprache quasi, wenn ihr seht, so. Ist ja großartig. Aber in der Trucker-Bibel steht jetzt nicht irgendwas anderes drin als in der Schülerbibel. Nein, das ist gleich aufgebaut und klar der Sprache entsprechend. Ja. Welche Übersetzung habt ihr? Wir haben hier die neue Luther-Übersetzung, das nennen wir Luther.heute. Und die haben wir zusammen entwickelt aus einer Luther 1912. Wurde sprachlich angepasst vom Bibelseminar Bonn unter der Leitung von Professor Dr. Heinrich Dergsten. Ja. Der hat die uns dann zur Verfügung gestellt und ich weiß, dass du auch beteiligt bist. Ja. Du willst die gerne vertonen und bist dabei, auch die zu vertonen, eine Hörbibel daraus zu machen. Ja, wir machen eine kostenlose Hörbibel, die man auf allen Internetplattformen kostenlos herunterladen kann. Luther heute heißt sie und man kann jetzt schon auf Spotify, Deezer und Apple Music und so weiter, kann man schon nachsehen. Und der nächste Schritt ist dann auch auf den kostenlosen Plattformen. Einfach der Wille, dass Gottes Wort verteilt wird. Ja, und deswegen freue ich mich sehr, dass du einfach dich rausgezogen hast aus dieser Bürowelt und hast gesagt, jetzt möchte ich dabei sein und Evangelium singen. Ich weiß, dass du gerne überraschen liebst. Jetzt frage ich dich was. Ja. Glaubst du an einen lebendigen Gott? Ja, ich glaube an den lebendigen Gott. Glaubst du, dass der lebendige Gott uns was zu sagen hat? Mit Sicherheit. Und glaubst du, dass der lebendige Gott das in der Bibel irgendwo hinterlegt hat? Ja, mit Sicherheit. Und was geschieht, wenn ein Mensch dann liest? Der Heilige Geist füllt ihn und der Autor liest mit. Ja. Und das ist das, was uns immer wieder überrascht oder was wir an Rückmeldungen haben. Menschen lesen das Wort Gottes, haben noch nie was mit zu tun gehabt. Mhm. Und der Autor liest mit, er spricht zu ihm. Ja. Und besonders wird das deutlich bei den Fremdsprachen, wenn ein LKW-Fahrer oder ein Flüchtling oder die Asylsuchende sind, wenn die in ihrer Sprache auf einmal die verstehen, was Gott ihnen sagen möchte. Ja, und es sind nicht wenige, um das noch zu ergänzen, die ich mittlerweile durch eure Konferenzen auch kennengelernt habe, die du ja organisierst, die über das Bibelteil zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Vielen, vielen Dank für eure wertvolle Arbeit. Gottes Segen. Danke für den kurzen Besuch. Das war's, meine Damen und Herren. Ich sage auf Wiedersehen. Das war eine Sendung von Coming Home, Musik und Gospel mit Waldemar Grab und Freunden. Bis zum nächsten Mal.
Der Anwalt und Christ Horatius Spafford verlor 1871 beim Großbrand der Chicagoer Innenstadt seine gesamten Immobilien und zwei Jahre später durch die allgemeine Rezession auch sein Kapital. Spafford buchte für seine Familie eine Überfahrt nach Europa, wo sie dem Evangelisten Dwight L. Moody helfen und zuhören wollten. Ehefrau Anna fuhr mit den vier Töchtern, 11, 9, 7 und 2 Jahre alt, voraus. Das Schiff kollidierte und sank. 226 Passagiere starben, darunter alle vier Töchter. Als Spafford auf dem Weg zu seiner Frau dann an der Stelle vorbeikam, wo das Unglück geschah, verspürte er solch einen tiefen Frieden, dass er die Inspiration zu einem der bewegendsten christlichen Liedtexte erhielt: it is well in my soul. Die Melodie stammt von Philip Bliss, der es im November 1876 bei einer Veranstaltung von Moody mit großem geistlichen Segen uraufführte. Nur 4 Wochen später kamen auch er und seine Frau bei dem Eisenbahnunglück in Ohio ums Leben. Horatio und Anna Spafford hatten alles verloren: die Töchter, den Besitz, die Freunde. Sie wanderten nach Jerusalem aus, wo sie eine bis zum heutigen Tag anerkannte soziale Arbeit unter Juden, Christen und Muslimen verrichteten. Mir ist wohl,
Wir verabschieden uns nun von Ihnen, gerne auch mit dem Hinweis, dass Sie die weiteren Produktionen von Coming Home, Musik und Gospel auch finanziell unterstützen können. Alle Künstler verzichten auf ein Honorar, doch alles, was wir für die Aufzeichnungen benötigen, wird von den Spenden unserer Freunde getragen. Sie finden die Angaben auf unserer Homepage cominghome.tv. Thank you.